Herzlich willkommen zu unserem Infoabend zum Ganztagsangebot an der St. Ulrich-Grundschule in Schwabmünchen. Liebe Eltern, wir haben heute die Form des Online-Elternabends gewählt. Die Informationen im Oktober haben Sie ja über ein Video erhalten. Wir dachten uns diesmal, nein, ist es vielleicht besser. Wir machen das in Form eines Online-Elternabends. Dann können Sie uns Fragen, die aufkommen, gleich schreiben. Dazu haben Sie die Möglichkeit, im Chat das einzustellen und wir werden dann im Laufe des Abends auf Ihre Fragen eingehen. So, jetzt habe ich ein Problem. Genau. Was erwartet Sie heute Abend? Sie erhalten heute Informationen zum offenen und gebundenen Angebot an unserer Schule. Sie erfahren, was ist der Unterschied. Sie erhalten Einblick in die Konzeption der gebundenen Ganztagsklasse, besonders heute der ersten Klasse. Sie bekommen Informationen zur offenen Ganztagsschule und Sie erhalten Angebote des Fördervereins, die wir hier an der Schule anbieten. Zum Schluss gibt es einen kurzen Einblick in die Anmeldeformulare. Und wie gesagt, Fragen schreiben Sie bitte in den Chat. Durch den Abend werde einmal ich Sie führen. Ich bin Maren Hankel, Direktorin der St. Ulrich Grundschule. Dann haben wir Herrn Probster. Das ist ein Lehrer an unserer Schule, der im gebundenen Ganztag arbeitet und der Leiter des Arbeitskreises gebundener Ganztag ist. Und Sie werden auch Nicole Rohleder kennenlernen. Das ist die Leiterin der OGTS. Dann fangen wir gleich mal an. OGTS, GGK, meine Güte, Wörter, Abkürzungen, da blickt man gar nicht durch. Wir haben an unserer Schule zwei Konzepte. Einmal das offene Ganztageskonzept und das gebundene Ganztageskonzept. Das ist einmal abgekürzt mit OGTS und mit GGTS oder gebundener Ganztagsklasse, sagen wir auch mal GGK. TK, also das sind so die zwei Unterschiede, nur damit Sie mit den Abkürzungen umgehen können. Wenn Ihr Kind die gebundene Ganztagesklasse wählt, da haben Sie es so, dass das Kind am Vormittag und am Nachmittag im Klassenverband ist. Also es gibt am Vormittag Unterricht und es gibt am Nachmittag Unterricht. Zusätzlich haben Sie ein pädagogisches Angebot, das on top kommt auf den normalen Regelunterricht. Der Unterricht, der reguläre Unterricht, ist von Montag bis Donnerstag 16 Uhr jeweils und Freitag bis 12.30 Uhr oder 13.15 Uhr. Die Hausaufgaben gibt es so in dem Sinn nicht, wie es im offenen Ganztag gibt, sondern die Übungsaufgaben, die die Kinder sonst erhalten, werden in der Schulzeit erledigt. Die schriftlichen Übungsaufgaben, da wird Herr Probst aber noch was dazu sagen, denke ich, wie das im gebundenen Ganztag gehandhabt wird. Allerdings gibt es übers Wochenende Hausaufgaben. Es gibt ein Mittagessen, welches kostenpflichtig ist. Ansonsten kostet sie der gebundene Ganztag nichts extra. Dann haben wir den offenen Ganztag. Da ist es so, Ihr Kind besucht eine ganz normale Regelklasse. Da werden die Kinder eingeteilt nach Sprengel. Also das ist jetzt keine besondere Klasse. Die gebundene Ganztagsklasse ist in dem Zug immer bei uns die 1b, also 2b, das sind immer die Ganztagsklassen. Wenn Ihr Kind in eine Regelklasse geht, hat es ganz normal seinen Stundenplan, also 4 oder 5 Stunden, 11.30 Uhr oder 11.45 Uhr oder 12.30 Uhr. Und im Anschluss geht es in die OGTS. Das Angebot in der OGTS findet dann nicht im Klassenverband statt, sondern da sind die Kinder, je nach Anzahl der Kinder, die in einer Klasse in die OGTS gehen, in Gruppen zusammengefasst. Da wird aber Frau Rohleder da auch noch was dazu sagen. Wenn Ihr Kind in die offene Ganztagsklasse geht, hat es eine Wahlmöglichkeit für die Anzahl der Tage, die es macht. Also mindestens 2 Tage müssen gebucht werden. Es können aber auch 3 oder 4 Tage sein. Der Zeitrahmen ist auch wählbar. Also Sie können einmal wählen bis 14 Uhr oder bis 16 Uhr.
Der Unterschied ist, bis 14 Uhr werden keine Hausaufgaben gemacht. Also die Kinder gehen in die Regelklasse, haben ihren Unterricht, gehen dann zum Essen und um 14 Uhr ist Schluss. Wenn sie bis 16 Uhr buchen, haben die Kinder von 14 bis 15 Uhr noch eine Hausaufgabenbetreuung und im Anschluss gibt es Freizeitangebote. Das Mittagessen ist auch kostenpflichtig, wie im gebundenen Ganztag. Der offene Ganztag ist auch ansonsten kostenfrei. Das sind so die grundlegenden Unterschiede vom gebundenen und offenen Ganztag. Jetzt würde ich gerne weitergeben an den Herrn Probst, weil der Herr Probst erklärt Ihnen jetzt alles Nähere zum gebundenen Ganztag. Ja, herzliches Grüß Gott zusammen, von meiner Seite auch. Ich bin der Herr Probst, ich leite die Klasse 1b zusammen mit der Frau Türke. Da haben wir schon mal einen wesentlichen Unterschied zu allen anderen Klassen. Wir sind zwei Lehrer in dem gebundenen Ganztag. Ja, ich mache das sehr gerne. Ich unterrichte seit 10 Jahren ungefähr gebundene Ganztagsklassen. Ja, warum mache ich es gern? Es ist durchaus auch eine Herausforderung für die Lehrer wie auch für die Kinder. Und ich empfinde es so und hoffentlich auch Ihre Kinder, wenn sie sich für dieses Modell entscheiden, dass es sowas wie eine Art zweites Zuhause ist. Die sind ja ziemlich viele Zeitstunden in diesem Modell. Frau Hankel hat es vorher schon erklärt. Montag bis Donnerstag bis 16 Uhr verpflichtend eben jeden Tag und Freitag 12.30 Uhr oder 13.15 Uhr. Ja, der Unterricht ist in einer Ganztagsklasse verteilt auf Vormittag und Nachmittag. Das gibt es sonst in den Regelklassen normalerweise nicht so. Also am Vormittag sind wir Lehrer bei Ihren Kindern und am Nachmittag wieder, so als Klammer außenrum um das Ganze. Und dazwischen ist Mittagessen und Freizeit. Genauer erkläre ich Ihnen das nachher noch, wenn Sie das in der Zeitstruktur mal in einem Stundenplan auch sehen. Ja, der ganze Tag ist rhythmisiert, ist natürlich auch in der Regelklasse rhythmisiert, aber die Rhythmisierung des Tages geht weiter. Erkläre ich Ihnen anhand nachher auch von dem Stundenplan, glaube ich, noch besser als an der Stelle. Ja, in der Folie, genau, wenn Sie das jetzt nur lesen, das finde ich sehr amüsant, immer Unterricht wird von Lehrern gehalten. Ja, natürlich halten wir Lehrer den Unterricht. Jetzt, um ein Missverständnis vielleicht gleich aufzuklären, also zwei Lehrer heißt nicht, dass wir beide Lehrer die ganze Zeit bei Ihren Kindern sind, so wie Sie das vielleicht vom Kindergarten her kennen, zwei Erzieherinnen, die die ganze Zeit da sind. Das heißt nicht, aber eine gebundene Ganztagsklasse hat so viel Unterricht, dass ein Lehrer das nicht alleine machen kann. Ja, deswegen gibt es da einen zweiten Lehrer. Gut, dann schauen wir mal zu den besonderen Kennzeichen einer Ganztagsklasse. Eine Ganztagsklasse hat den gleichen Lehrplan wie alle anderen Klassen auch. Also dieses Missverständnis gab es auch schon manchmal, lernen die da was anderes oder so. Nein, also das läuft nach dem gleichen Lehrplan, ist nichts anderes, sind auch die gleichen Arbeitsformen, die in einer anderen Klasse auch verwendet werden. Das Besondere ist, es gibt zusätzliche Angebote. Ich sage mal ein Beispiel, zum Beispiel haben wir musikalische Früherziehung in der Jahrgangsstufe 1, auch am Vormittag. Am Nachmittag gibt es besondere Angebote, die nur für Ganztagsklassenkinder sind. Zeige ich Ihnen nachher auch noch, wenn wir den Stundenplan anschauen. Ja, dann ist am Nachmittag Unterricht. Ihre Kinder haben mehr Deutsch, mehr Mathematikunterricht als die Kinder in einer anderen Klasse, aber sie haben dafür eben keine schriftliche Hausaufgabe. Im Regelfall keine schriftliche Hausaufgabe auf, nur am Freitag. Ist uns auch wichtig, dass am Freitag Hausaufgabe aufgegeben wird, dass die das auch kennen und sich auch an sowas gewöhnen. Ich sage im Regelfall, weil es mag sein lassen, Jahrgangsstufe 2, 3 oder 4, vielleicht Kinder, die mal sehr langsam arbeiten, auch da mal zu Hause was fertig machen müssen, ist aber nicht der Regelfall. Gut, dann ist eine ganz große Besonderheit auch, dass wir beide Lehrer manche Stunden auch zu zweit in der Klasse sind. Also es sind die sogenannten Doppelbesetzungen.
Ja, das ist jetzt in dieser Jahrgangsstufe, die ich gerade habe, glaube ich, 5 Stunden in der Woche sind wir beide Lehrer da. Das heißt, wir benutzen diese Zeit zum Differenzieren. Dann kann der eine Lehrer mal mit einer kleinen Gruppe arbeiten. Das ist eine sehr schöne Sache, die wir eben nur im gebundenen Ganztag haben. Gut, vielleicht können wir mal die nächste Folie machen und eigentlich auch schon die übernächste dann bald. Ja, wir verbringen sehr viel Zeit mit den Kindern in diesem Modell, was sehr schön ist, was, ja, ich habe ja vorher schon gesagt, so eine Art zweites Zuhause für ihre Kinder. Ja, aber daheim kracht es auch manchmal. So ist es natürlich hier auch, dass am Nachmittag auch Zeit für Konflikte ist. Und das sehe ich schon als Aufgabe hier auch von uns, mit ihren Kindern da zu arbeiten. Also ich sage mal als Stichpunkt, ja, die Förderung sozialer Fähigkeiten steht jetzt hier gerade, unsere Ganztagsklasse bietet. Das ist eine wichtige Geschichte. Da arbeiten wir durchaus auch mit den beiden Sozialpädagogen zusammen, die wir an der Schule haben. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. In meiner Klasse zurzeit bespreche ich Wolfs- und Giraffensprache oder wir haben Gefühlshäuser gebastelt, wo die Kinder, wenn sie in der Früh kommen, sich einklammern, wie fühle ich mich, dass wir so nachfragen können, wie es ihnen geht. Also das sind Dinge, die wir auch bewusst unterstützen wollen, auch wie man mit Konflikten umgeht. Das ist immer in der Klasse 1, in der Ganztagsklasse auch ein Thema einfach. Ja, es gibt individuelle Arbeits- und Übungsphasen. Ja, danke. Also wir haben die Möglichkeit, in Kleingruppen mal zu arbeiten. Es gibt eine Vorderlehrerin, das ist in anderen Klassen genauso, die mal eine kleine Gruppe mitnimmt. Also wir können auch auf Besonderheiten bei ihren Kindern eingehen. Gut. Jetzt versuche ich mal anhand von diesem Plan, den Sie gerade sehen, so einen Tag mal kurz zu erzählen, wie der abläuft. Also wenn Ihre Kinder in die Schule kommen, können sie theoretisch bereits um 7 Uhr kommen. Das ist so ein eigenes Angebot, was es gibt. Ich denke, dass die Frau Rudi danach ja auch noch was dazu sagt. 8.15 Uhr fängt der Unterricht an. Gut, also bei mir ist es so, Morgenkreis, man erzählt was, man trifft sich. Und den Kindern wird auch gesagt, was an dem Tag so läuft. Dann gibt es Wochenplanarbeit, wo die auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten arbeiten, auch vielleicht verschiedene Arbeiten machen, auch in ihrem Tempo arbeiten können. Dann gibt es eine Esspause zwischendrin. Es gibt eine große Pause, wo man rausgeht. 11.45 Uhr ist im Moment Schluss in der ersten Klasse. Die anderen Jahrgangsstufen arbeiten ein bisschen länger. Dann haben wir das Mittagsband, das Sie hier blau sehen. Da ist das Mittagessen am Anfang und die Freizeit. Da dazu wird viel die Frau Rulli nachher noch mal sagen, die sind eben für diesen Bereich zuständig. An 3 Nachmittagen haben ihre Kinder wieder Unterricht. Hier in dem Plan ist es der Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, da sind wir Lehrer wieder drinnen. An einem Nachmittag gibt es die sogenannten Arbeitsgemeinschaften. Ich weiß es noch nicht, welcher Tag es nächstes Jahr ist. Hier auf dem Plan ist es der Montag, bei uns ist es der Mittwoch zurzeit. Arbeitsgemeinschaften heißt, es kommen auch von außen Leute, die mit ihren Kindern arbeiten. Also zum Beispiel vom Gesundheitshaus Reichert, Thema Psychomotorik oder Fußballspielen, Tanzen, jemand, der Erlebnispädagogik macht. Also es sind auch Partner, die jahrelang schon da sind oder auch mal wieder jemand neuer. Gut, dann haben wir am Mittwochvormittag sehen Sie hier auch eine Besonderheit, was es nur in den Ganztagsklassen gibt, diese musikalische Früherziehung, die Frau von Beerband macht mit einer halben Klasse. Eine ganz tolle Geschichte, wird auch fortgeführt in Jahrgangsstufe 2 und in Jahrgangsstufe 3, 4 können die Kinder Instrumente lernen bei uns an der Schule. Dann haben wir eine zusätzliche Sportstunde im gebundenen Ganztag, sehen Sie hier auch Lilla am Dienstag und die Möglichkeit sogar im Moment am Freitag in der 6. Stunde nochmal eine Sportstunde zu buchen sozusagen. Dann wäre Ihr Kind bis 13.15 Uhr betreut. Ja, das ist so, so in Kürze von meiner Seite das, was ich zum gebundenen Ganztag sagen möchte. Also zusammenfassend,
Ich glaube, zentral für uns ist es, dass wir zu zweit arbeiten können, dürfen mit der Klasse. Also zwei Bezugspersonen da sind, was für die Kinder ganz toll ist, was für uns auch gut ist, was natürlich Absprache einfach auch braucht, aber zwei Köpfe denken mehr, vier Augen sehen mehr, das ist also eine tolle Sache. Und diese Klammer, vormittags sind wir da und am Nachmittag sind wir wieder da. Also das ist die Besonderheit von dem Konzept im Gegensatz zum offenen Ganztag. Gut, das wäre ich mal bis dahin fertig. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie den bitte in den Chat rein, dann würde ich darauf antworten. Vielen Dank, Herr Probst. Also ich habe nachgeschaut, bisher gibt es keine Fragen. Scheinbar haben wir die Eltern völlig geplättet, dass noch keine Fragen da sind. Also viele Teile, die der Herr Probst jetzt erwähnt haben, sind natürlich auch im Regelunterricht mit dabei. Das ist im Grunde, also viele Bereiche fallen damit rein. Die Jugendarbeit ist natürlich, unsere Jugendarbeiter sind auch für die anderen Kinder zuständig. Die sind natürlich auch dabei. Der große Unterschied ist wirklich, dass am Nachmittag eben auch Unterricht ist und dass eine zweite Lehrkraft mit dabei ist. Jetzt Moment, da sehe ich gerade, es kommt eine Frage rein. Nein, sie heißt nur Moment. Also gerne, wenn Sie hierzu eine Frage haben, schreiben Sie es einfach rein. Wir können das auch am Ende dann nochmal drauf eingehen. Wenn es jetzt nichts gibt, dann würde ich weitergeben an die Frau, Roli, da jetzt muss ich erst wieder eins zurück. Herr Lenzke, ich brauche Hilfe. Jetzt einen Moment. Hier waren wir. Würde ich weitergeben an die Frau Rohleder, die erzählt in, Moment, jetzt kommen die Fragen rein. Es dauert scheinbar ein bisschen. Dann beantworten wir die doch erstmal. Welche Vorteile sehen Sie in der Ganztagsschule? Also den einen Vorteil, den ich natürlich, also Ganztagsschule ist jetzt eigentlich ziemlich allgemein, weil Ganztagsschule ist offener Ganztag und gebundener Ganztag, ja. Das sind eigentlich beide Bereiche. Also natürlich benötige ich eine Ganztagsschule, wenn ich arbeiten gehe und eine Betreuung für mein Kind brauche. Wenn ich jetzt die gebundene Ganztagsklasse im Vergleich zur Regelklasse sehe, ist der Vorteil der eine natürlich, wie der Herr Probst erwähnt hat, dass eine zweite Lehrkraft mit drin ist, dass wir am Nachmittag durch Lehrer, also durch ausgebildete Lehrer die Kinder betreuen und diese auch unterrichten. Im Vergleich dazu ist es bei der offenen Ganztagsschule so, dass die Kinder, Moment, jetzt muss ich mich kurz bewegen, weil unsere Schule hat eine, da geht das Licht aus irgendwann abends, wenn man in der Schule ist. Also sorgen Sie sich nicht, wenn ich mich hier mal kurz aufstehe, wenn ich mal aufstehen muss. Der offene Ganztag, da ist es eben so, Sie haben am Vormittag den Unterricht und haben es ähnlich, wie Sie es auch zu Hause hätten. Die Kinder gehen zum Essen, die Kinder haben eine kurze Pause bis um 14 Uhr, machen dann ihre Hausaufgaben und haben dann die Möglichkeit, frei zu spielen. Das ist halt was man abwägen muss. Es gibt Kinder, die brauchen eine starke Struktur. Denen tut es gut, wenn sie im gebundenen Ganztag durch zwei Lehrkräfte betreut sind, auch am Nachmittag. Unser offenes Ganztagskonzept, das werden Sie bei der Frau Rohleder noch sehen, hat auch feste Bezugspersonen. Also da sind auch bestimmte Personen da, die ihr Kind im Mittagsband betreuen, die bei der Hausaufgabe dabei sind und am Nachmittag, also danach ist eben noch die Spielzeit. Jetzt gehen wir mal kurz weiter. Kann ich die offene Ganztagsklasse während des Jahres wechseln oder nur zum Schuljahr? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Wenn Sie sich für die gebundene Ganztagsklasse entscheiden, dann verpflichten Sie sich für ein Modell, das Sie eigentlich 4 Jahre durchziehen sollten. Das ist schon eine ziemlich eingeschworene Gemeinschaft, diese Ganztagsklasse. Und da ist es nicht üblich und das wollen wir auch nicht, dass da ein großer Wechsel in der Klasse ist. Wenn Sie in die offene Ganztagsschule gehen, also dieses Konzept wählen,
Dann haben Sie die Möglichkeit, natürlich nach einem Schuljahr zu wechseln. Sie haben die Möglichkeit, unterschiedliche Längen zu buchen. Da geht die Frau Rohle dann nochmal drauf ein. Also wichtig ist da, Sie müssen immer 2 Tage mindestens buchen und Sie müssen, können buchen meinetwegen 3 kurze Tage oder Sie können buchen 2 lange und 2 kurze Tage, aber Sie können nicht buchen 3 kurze Tage und 1 langen Tag. Sie brauchen lang, kurz, immer 2 Tage davon. Fragen Sie mich nicht, warum es so ist. Es ist die Vorgabe vom Konzept. Aber Sie können aus dem, wenn Sie sich für die offene Ganztagsschule entscheiden, dann ist es auch so, dass Sie das verbindlich das ganze Jahr durchführen müssen. Also Sie können nicht einfach raus aus der offenen Ganztagsschule. Es hat einen ganz einfachen Grund. Wenn wir die Abfrage machen, dann ist es so, dass wir natürlich dann Personal einstellen müssen. Wir müssen die Gruppen beantragen, je nachdem, wie viele Kinder wir haben. Und dann kommen Gelder. Wir holen Personal dementsprechend. Und wenn jetzt viele Leute abspringen würden, wäre das so, dass wir dann das Personal ausstellen müssten unter Jahr. Das wäre ein richtiges Problem. Und es ist so, wenn wir also die Gruppen haben, falls die nicht ganz voll sind, können wir einzelne Personen unterm Jahr vielleicht schon mal aufnehmen. Aber das sollte nicht die Regel sein, weil wir eben dann nur eine begrenzte Anzahl von Kindern nehmen können. Genau, das kam jetzt einmal die Frage. Also wichtig ist, wenn Sie OGTS wählen, Sie können nie einen Tag kurz und 2 Tage lang wählen. Sie müssen immer 2 Tage der kurzen oder langen Version nehmen oder 3 Tage lang oder 3 Tage kurz, das geht auch. Werden in der offenen Ganztagesklasse bis 14 Uhr auch die Hausaufgaben gemacht oder gegessen und gespielt und die Hausaufgaben dann zu Hause? Also wir haben unser Konzept bewusst umgestellt. Es gab früher die Möglichkeit, bis 14 Uhr auch Hausaufgaben optional anzufangen. Davon sind wir abgekommen. Auch aus dem Grund, dass die Kinder eine kurze Pause brauchen. Also die Kinder gehen nach der Regelklasse zum Essen und gehen dann um 14 Uhr nach Hause. Da geht die Frau Rohleder noch drauf ein. Jetzt gibt es Unterschiede bei der Klassengröße, bei den Modellen gebundener Ganztag und offener Ganztag. Auch eine gute Frage. Wenn möglich, geben wir in die gebundene Ganztagesklasse nur 24 Kinder, wenn möglich. Generell ist es so, dass eine Grundschulklasse 28 Kinder haben kann und dass wir eine neue Klasse erst aufmachen können, wenn wir 28 plus 1 haben. Das heißt für den gebundenen Ganztag, dass man sie rein theoretisch auch bis 28 Kinder auffüllen kann. Es gibt keine rechtliche Handhabe, weniger Kinder reinzugeben. Aus pädagogischen Gründen vermeiden wir das natürlich. Wenn wir jetzt aber eine unglückliche Schüleranzahl haben, sagen wir mal, dass wir alle Regelklassen schon bis 28 voll haben, würden wir auch den gebundenen Ganztag mehr besetzen, weil da bleibt uns gar keine andere Möglichkeit. Also das ist wirklich ein reines Rechenexempel. Sie nehmen die Anzahl der Klassen mal 28, ein Kind mehr, dann haben wir eine weitere Klasse und dementsprechend können wir in der Ganztagesklasse, in der gebundenen Ganztagesklasse dann agieren. Aber das kann ich, es ist unser Wunsch und es ist unser pädagogisches Konzept, aber wir haben manchmal rechtlich dann keine andere Möglichkeit und müssen aufstocken. Ist die offene Ganztagsklasse auch eine festgebundene Klasse mit den immer gleichen Kindern? Nein, kommt Frau Rohleder noch dazu, die kommt aus allen Klassen und wird zusammengebildet. Wenn das Kind die OGTS wählt, kommt es dann trotzdem in die gleiche Regelklasse wie ohne OGTS. Ja, also die Regelklassen werden bei uns nach Sprengel gebildet. Also wir schauen immer, dass die Kinder, die in einem Wohngebiet wohnen, zusammen in eine Klasse kommen. Wir haben meistens oft haben wir eine Staudenklasse, also dass wir sagen, die Schwabecker Kinder mit Leutau, manchmal auch Mittelstädten, je nach Anzahl der Kinder mit Wertachsiedlung, das ist eine Klasse.
Dann schauen wir, dass die Kinder möglichst auch zusammen laufen können, dass die Kinder um Nebelhornstraße in eine Klasse kommen. Aber es ist natürlich so, dass wir irgendwo auch immer mal eine Grenze haben. Und es kann sein, das Kind auf der anderen Seite der Straße ist in einer anderen Klasse. Wie ist die OGTS wie eine Mittagsbetreuung, die es an anderen Schulen gibt? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit der Betreuung an der Schule bis 14 Uhr? Auch eine gute Frage. Wir hatten früher die Mittagsbetreuung und die haben wir dann vor ein paar Jahren in die OGTS umgewandelt. Also es ist eigentlich nichts anderes als eine Mittagsbetreuung. Nur dass wir, um die Gelder zu bekommen, damit Sie keine Beiträge zahlen müssen, dass wir bestimmte Vorgaben haben. Und das sind dann solche Vorgaben wie, ich darf nicht einen Tag buchen. Das geht eben nicht. Da haben wir einfach von oben Vorgaben, wie wir das machen müssen. So, jetzt sehe ich, die Fragen sind soweit beendet. Dann würde ich jetzt weitergeben an die Frau Rohleder, die erzählt Ihnen noch weiteres zur OGTS. Ja, vielen Dank, Maren. Durch die Fragen ist ja jetzt schon auch ganz viel schon genannt worden. Nichtsdestotrotz möchte ich mich natürlich auch vorstellen. Mein Name ist Nicole Rohleder. Ich bin die offene Ganztagskoordinatorin. Ich leite das Team des Kooperationspartners Förderverein. Also wir sind ein eingetragener Verein. Wir arbeiten derzeit an der Schule mit 20 Betreuern. Wir haben ja, sind ganz schön gewachsen jetzt auch die letzten Jahre. Wir sind ein ganz bunt gemischtes Team von Lehramtsstudenten über Erziehern, Kinderpfleger oder eben auch pädagogischen Hilfskräften, sehr viel auch sehr erfahrenen Hilfskräften, die das schon seit vielen Jahren machen. Wir teilen die Kinder, weil die Frage jetzt im Chat ja auch schon kam, eben in Gruppen ein, in Jahrgangsgruppen, bis zu zwei, also von zwei bis drei Klassen kann es sein, dass da mal zusammenläuft. Wenn ich jetzt aus einer Klasse nur zwei Kinder habe, dann fasse ich eben jahrgangsgebunden Klassen zusammen. Es ist so, dass wir im Mittagsband nicht nur in der offenen Ganztagsschule die Kinder betreuen, sondern auch die Kinder aus dem gebundenen Ganztag, aus der gebundenen Ganztagsklasse kommen zu uns im Mittagsband zum Essen und zum Freispiel und werden danach eben wieder zurück in ihre Klassenräume begleitet von unserem Personal. Dann ist es so, dass wir auch offene Spielphasen in der offenen Ganztagsschule natürlich haben. Das ist uns auch sehr wichtig. Ja, einmal das Mittagessen und danach eben dann in der Kurzgruppe auch die offene Spielphase. Zudem gibt es dann am Nachmittag, also wenn Sie Ihr Kind bis 16 Uhr in die Langgruppe anmelden, sollten Sie sich dafür entscheiden, gibt es verschiedene schulische AGs. Das ist Französisch oder momentan dieses Jahr haben wir auch die Schulgarten-AG. Also ganz unterschiedlich, das variiert auch, ja, je nach Angebot. Wir haben eine Drittkraft am Nachmittag da, die eine Lehrkraft ist, die Deutsch als Zweitsprache unterrichtet. Wir haben auch an einigen Nachmittagen die Jugendarbeit im Haus. Das ist bei uns die Frau Diepold vom Kreis Jugendring, die auch Projekte plant und durchführt mit den Kindern. Und natürlich als Kooperationspartner der Schule auch die Stadtmusikkapelle mit Instrumentalunterricht. Also es ist bunt gemischt, auch in der offenen Ganztagsschule möglich, an diesen AGs teilzunehmen. Genau, dann habe ich noch nächste Folie. Ja, danke. Zu den Räumlichkeiten würde ich ganz kurz was sagen. Also wir haben jetzt aufgestockt auf zwei Mensa-Räume. Wir haben für die Erst- und Zweitklässler verschiedene AG-Räume mit einer Leseecke. Wir haben einen Kreativraum, also unser Atelier, wo auch ganz viel gebastelt werden kann, mit unterschiedlichen Materialien auch gearbeitet wird. Wir haben ein Spielzimmer mit Brettspielen. Wir haben ein Spielzimmer mit Bewegungsspielen. Das ist also eine Turn-Weichbodenmatte und ganz große Schaumstoff-Bausteine eben auch. Wir haben zwei Kicker. Da sind die Jungs natürlich auch ganz heiß drauf oft. Wir haben Lego und Klicks. Also es ist, glaube ich, für jeden Geschmack was dabei, ja, dass man nach dem Essen einfach auch sich mal im Spiel ja, so richtig sich gut gehen lassen kann. Bei ganz schlechtem Wetter gehen wir auch ganz gerne mal in die Turnhalle und nutzen da eben verschiedene Bewegungsmöglichkeiten. Oder jetzt so jetzt im Schnee natürlich Pausenhof,
Da freuen sich die Kinder immer drauf. Dann steht jetzt hier auch auf der Folie die Hausaufgabe, das sage ich nachher was dazu. Wir werden ab dem nächsten Schuljahr 2021/22 für die dritten und vierten Klassen noch zusätzliche Räume bekommen, die dann im Westbau im Untergeschoss eingerichtet werden. Genau. So, jetzt auch von meiner Seite einfach mal so einen Ablauf. Eines Tages in der offenen Ganztagsschule, den ihr Kind dann durchlaufen wird. Also es ist so, dass sie, wenn der Schulgang läutet, unsere Betreuer die Erstklässler im Klassenzimmer abholen an der Tür. Die Kinder nehmen ihre Straßenschuhe, ziehen sich um, ihre Jacke, ihren Schulranzen mit. Die Kinder gehen dann zusammen erstmal, jetzt momentan auf jeden Fall sowieso Hände waschen mit dem Betreuer. Werden die Garderobe dann auch aufsuchen. Wir haben oben bei uns in den OGTS-Räumen jeder Erstklässler einen eigenen Garderobenplatz, wo dann auch, ich bitte darum, ein zweites Paar Hausschuhe parat steht. Die Kinder ziehen diese Hausschuhe an und gehen dann mit dem Betreuer Hände waschen so rum und dann zum Mittagessen. Dort wird in der festen Gruppe gegessen mit dem Betreuer. Ja, und die Kinder können danach die Freispielzeit eben nutzen. Ja, und das brauchen die auch, um abzuschalten und sich zu erholen von dem anstrengenden Vormittag. Dann ist es so, dass in der Kurzgruppe, wenn Sie das Modell der Kurzgruppe bevorzugen und wählen, um 14 Uhr die Kinder entweder dann von der Betreuerin zum Bus begleitet werden oder aber sowieso zum Ausgang der Turnhalle. Da holen Sie das Kind dann ab oder es darf alleine nach Hause laufen. Und die Kinder aus der gebundenen Ganztagsklasse werden von der Betreuerin zurück zum Klassenzimmer begleitet. Da kann man dann einfach auch nochmal die Kinder, also eine Übergabe mit dem Lehrer machen. Das Gleiche natürlich auch bei Abholung. Wenn wir die Kinder abholen, findet die Übergabe mit dem Lehrer statt. Wir können gleich die Anwesenheit nochmal nachkontrollieren. Und es funktioniert ganz gut. Genau, hier möchte ich dann dazu sagen, dass die Kinder, die bis 16 Uhr angemeldet sind, danach dann in unsere Klassenzimmer gehen. Derzeit benutzen wir 4 Klassenzimmer zur Hausaufgabe, also auch jahrgangsstufenmäßig aufgeteilt. Alle Erstklässler haben ein Klassenzimmer zur Verfügung, Zweit-, Dritt- und Viertklässler natürlich auch. Es ist eine Betreuungsperson mit im Raum, die Kinder bei der Hausaufgabe natürlich unterstützt und auch die Vollständigkeit überprüft. Ja, Fragen beantwortet, manchmal auch hilft, irgendwelche Blätter zu suchen. Das gehört alles dazu. Und wir haben dann am Nachmittag auch nochmal eine extra Betreuerin mit dabei, die Kinder auffängt, die zum Beispiel keine Hausaufgabe haben oder sehr schnell fertig sind, die mit den Kindern dann zum Lesen geht. Also Lesen ist uns ganz wichtig und ein großes Anliegen. Und da werden die Kinder dann einfach in der Zeit nochmal zum Lesen animiert und angeregt. Genau, dann ist es 16 Uhr. Die Kinder gehen nach Hause. Wir begleiten sie auch um 16 Uhr zum Ausgang oder dann eben auch zur Bushaltestelle. So, jetzt würde ich ganz gern die Fragen mit reinziehen. Ja. Und zwar war die eine Frage, ob man die Kinder auch um 15 Uhr abholen kann. Das ist, so wie die Frau Ruhle da gesagt hat, nicht möglich. Das ist dem Konzept geschuldet, dass wir uns daran halten müssen, dass eben nur 14 Uhr oder 16 Uhr möglich ist. Also da gibt es im Grunde keine Möglichkeit dazwischen. Das ist auch aus dem Grund, dass die Kinder ihre Hausaufgaben in Ruhe fertig machen können und dann auch spielen können, dass die Gruppen beieinander sind und man nicht ständig gucken muss, wer wird abgeholt und wer wird nicht abgeholt. Das liegt so ein bisschen daran. Es kommt noch eine Frage. Sofern man das Kind zweimal bis 14 Uhr und bis 16 Uhr anmeldet, kann man das Kind an den langen Tagen zum Beispiel schon vor 16 Uhr abholen. Also das ist definitiv nicht möglich. Kann ich innerhalb eines Schuljahres die Buchungszeiten Tage wechseln oder muss ich mich für ein Schuljahr festlegen? Also Sie sollten sich schon für ein Schuljahr festlegen, weil ich vorhin ja auch mal erwähnt habe, dass wir für die Tage dann Betreuungspersonal
brauchen. Also Sie können sicherlich wählen, das können Sie am ersten Schultag im Grunde noch, da ist so flexibel sind wir, wenn wir wissen, Sie haben drei Nachmittage bis 14 Uhr gebucht, dann können Sie da noch wählen, ob Sie jetzt Montag, Dienstag, Donnerstag nehmen oder Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das ist für uns kein Problem. Aber so grundsätzlich von kurz auf lang zu buchen, ist wieder ein personelles Problem. Da muss man dann schauen, ob das möglich ist. Also in Einzelfällen ja, aber generell brauchen wir eigentlich die feste Anmeldung am Anfang. Die Anzahl der Tage und wie lange. Muss in der OGTS das Mittagessen gebucht werden oder kann das Kind die Brotzeit selbst mitbringen? Das ist auch eine gute Frage. Im gebundenen Ganztag ist es verpflichtend und wir wünschen uns das auch in der offenen Ganztagsschule. Das Problem ist, die Kinder sitzen da. Klar sagt man, mei, das mag mein Kind, isst das nicht so gerne. Klar, allerdings hat Ihr Kind dann das Problem, dass es mit seiner Brotdose da sitzt und dann gibt es ausgerechnet heute Pfannkuchen und Ihr Kind kriegt keinen Pfannkuchen. Und die Augen der Kinder möchten Sie dann nicht sehen. Das ist echt so ein bisschen ein Problem. Das Essen, ich weiß nicht, Frau Rohleder, haben Sie das schon mal gesagt? Essen, Preis des Essens haben wir vorhin mal auf einer Folie gehabt, 3,80 Euro. Das kostet das Essen. Und dafür bekommt Ihr Kind entweder einen Salat oder eine Suppe mit einem Hauptgericht oder es gibt dann ein Hauptgericht und einen Nachtisch. Und wir versuchen das, wir sind momentan auch in einem Essenscoaching drin, also wir probieren momentan auch die Qualität unseres Essens zu steigern, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Also da sind wir eigentlich dran, dass Ihr Kind ein gutes Essen hat, weil sonst ist es auch so, dass die Leistungsfähigkeit der Kinder extrem abnimmt, wenn die nichts zu essen haben. Die kommen ja zu uns schon um 8 Uhr, manche schon morgens um 7 und wenn die mittags nicht mal was essen können, was gescheit, da muss einfach mal was Warmes her, sonst können die keine Hausaufgaben machen und haben dann ein absolutes Tief in ihrer Leistung. Also für die Kinder bis 14 Uhr gibt es keine Hausaufgabenbetreuung. Das ist erst nach 14 Uhr. Die Hausaufgaben werden, man schaut drüber, aber auf die absolute Kontrolle. Also es ist nicht so, dass sie nicht mehr drüber schauen müssen. Sie sollten zu Hause schon gucken, was ihr Kind gemacht hat. Das wollen sie sicherlich auch wissen, wo ihr Kind gerade steht. Und wenn es da Probleme gibt, da ist es so, dass das Betreuerteam in den Hausaufgaben auch mal was in unser Uli-Heft, in unser Hausaufgabenheft schreibt und so die Kommunikation mit dem Elternhaus gegeben ist. Das ist im gebundenen Ganztag im Übrigen auch so ein ganz wichtiges Heft. Das ist unser Hausaufgabenheft, das Uli-Heft. Das besorgen wir für die Kinder. Das müssen sie am Anfang des Schuljahres dann zahlen. Also sie brauchen auf jeden Fall kein Hausaufgabenheft. Habe ich Sie richtig verstanden? Es wäre möglich, nur 2 Tage bis 14 Uhr zu buchen. Ja, das ist möglich. Sie können 2 Tage buchen, 3 oder 4. Ab wann gibt es Anmeldeformulare, kommen wir später dazu? Wann kommt das Essen der OGT? Wo kommt es her? Und wer bereitet dieses zu? Also wir haben eine Kooperation mit den Ulrichswerkstätten. Es ist so, dass das Essen in der Großküche der Ulrichswerkstätten in Augsburg gekocht wird. Es wird hierher geliefert und wird dann vom Personal der Ulrichswerkstätten mit den Betreuten der Ulrichswerkstätten ausgeteilt an die Kinder. Momentan haben wir dieses Topfsystem, das heißt, die Kinder gehen an den Tisch. Die Betreuer von uns, also die Gruppe betreut, geht mit an den Tisch, teilt das Essen aus. So, und jetzt kommt eine Frage, die wird Frau Rohleder Ihnen in der nächsten Folie beantworten. Da schalte ich jetzt mal weiter. Da geht es nämlich um die Frühbetreuung. Genau, vielen Dank. Also es ist natürlich so, dass, wie wir ja schon jetzt mehrfach gesagt haben, von Montag bis Donnerstag erstmal ja das Angebot offene Ganztagsschule und auch gebundene Ganztagsschule angeboten wird. Jetzt ist es so, dass viele Eltern natürlich
sagen, okay, ich müsste früher aus dem Haus, ich brauche unbedingt eine Frühbetreuung, weil ich zur Arbeit muss. Ich muss freitags auch arbeiten. Also es ist nicht selbstverständlich, dass wir freitags alle nicht zur Arbeit gehen müssen. Und was mache ich? Ich habe keine 14 Wochen Ferien. Das sind dann, bei uns nennen wir das die drei Fs, also Früh-, Freitag- und Ferienbetreuung. Das sind auch ebenfalls Angebote des Fördervereins. Wenn Sie diese Angebote nutzen möchten, ist eine Mitgliedschaft bei uns zwingend erforderlich, dass Ihr Kind auch versichert ist bei diesen Angeboten. Das sind 40 Euro einmalig im Jahr, Jahresbeitrag. Genau, auf der Folie sieht man schon die Frühbetreuung täglich von 7 bis 8 Uhr möglich. Von Montag bis Freitag bieten wir die an. Kostet 4 Euro pro Wochentag, pro Monat. Das heißt, wenn Sie von Montag bis Freitag buchen, dieses Angebot, dann kostet es 20 Euro. Die späteste Bringzeit ist 7.30 Uhr natürlich. Wir bieten ein kleines Frühstück an. Also vom Zeitrahmen her, die Kinder gehen ja dann um 8 Uhr, ziehen sich an und gehen zu ihren Klassenzimmern. Von daher 7.30 Uhr so das Zeitfenster, wo ich sage, da kann dann auch das Kind das um 7.30 Uhr noch eintrudeln, noch kurz was essen. Dann die Freitagsbetreuung, die wir anbieten, ist auch möglich, 14 Uhr oder 16 Uhr zu buchen. Die Kosten belaufen sich auf 30 Euro im Monat und wir wünschen uns auch am Freitag, dass ein warmes Mittagessen gebucht wird. Ja, auch wenn die Kinder nur bis 14 Uhr da sind, ist es einfach schön. Der Rahmen ist natürlich kleiner, es ist nicht so viel los und die Kinder genießen das am Freitag einfach mit den Betreuern dann zusammen zu essen. Man hat auch mal Zeit zum Ratschen. Das ist einfach auch ein schöner Rahmen. Und wenn dann die Kinder alle gemeinsam das warme Essen bekommen, dann gibt es da auch keine Tränen. Wie gesagt, wie Frau Hankel vorhin schon erwähnt hat, wenn es dann Pfannkuchen gibt oder was anderes leckeres Schnitzel oder die Vorlieben sind ja verschieden. Dann haben alle einheitlich das Gleiche und dann gibt es da einfach auch weniger Tränen. Genau. Zur Ferienbetreuung vom Förderverein sind Sie herzlich eingeladen. Das ist ja auch ein bisschen schwierig jetzt. Ihr Kind ist jetzt im August ja offiziell kein Kindergartenkind mehr. Es ist aber auch noch kein Schulkind. Also es hängt so dazwischen eigentlich. Da bieten wir Ihnen gerne an, dass Sie unser Ferienbetreuungsangebot in Anspruch nehmen können, wenn Sie das möchten. Auf unserer Homepage vom Förderverein, die über die Grundschule verlinkt ist, können Sie auf jeden Fall auch das Konzept einsehen und auch die ganzen Formulare, die Sie dafür brauchen. Ich werde jetzt zum 8. Februar, weil ich jetzt gerade noch eine Abfrage bei den derzeitigen Eltern mache, wie denn der Bedarf für dieses besondere und herausragend, sage ich mal, anstrengende Schuljahr für uns alle ja auch, wie der Bedarf sich verändert hat, werde das dementsprechend anpassen und ab 8. Februar ist dann das passende Formular dann auch auf unserer Homepage hinterlegt. Das können Sie runterladen und ausfüllen oder eben online ausfüllen und mir dann per E-Mail zukommen lassen. Das steht alles auf unserer Homepage. Genau. Auch die Kosten, der Ablauf, der Zeitumfang, das ist alles beschrieben. Genau. Dankeschön, Nicole. Ich würde jetzt gerne noch auf die Fragen eingehen. Diese Frühbetreuung ist nicht gebunden an irgendeine Art der Schule, die Sie besuchen. Also es ist so, egal ob Ihr Kind nur in die Regelklasse geht oder ob es im Anschluss die OGTS wahrnimmt oder ob es ein Kind des gebundenen Ganztagskind des gebundenen Ganztags ist, Ihr Kind kann immer die Frühbetreuung in Anspruch nehmen. Sie müssen es allerdings selber bei der Frau Rohleder buchen. Ja? Sie buchen das und damit ist es fertig. Oder können Kinder, die nicht in die OGTS gehen, auch früher kommen? Also normalerweise ist der Schulbeginn für alle Kinder gleich, egal ob OGTS, Regelklasse oder, weil OGTS ist ja eigentlich Regelklasse, nur mit der Betreuung im Anschluss. Alle beginnen normal um 8.15 Uhr. Normalerweise machen die Türen um 8 Uhr auf, momentan um 7.45 Uhr, wenn jetzt sie dann wieder mal für alle aufmachen. Weil wir eben das ein bisschen entzerren wollen, aber normalerweise machen die Türen um 8 Uhr bei uns auf und um 8.15 Uhr geht dann der Unterricht los. Dementsprechend ist die Frage eigentlich wahrscheinlich schon beantwortet. Die OGTS-Kinder kommen ganz normal, wie alle anderen auch.
Es gibt für alle Endzeiten unserer Schule, unserer Ganztagsangebote, wie auch für die Regelklassen, einen Bus. Also egal, ob Sie 14 Uhr anmelden oder 16 Uhr, Ihr Kind kommt immer nach Hause. Also wenn es natürlich einen Bus nehmen darf. Es dürfen ja nur die Kinder einen Bus nehmen, die über 2 Kilometer von der Schule entfernt sind. Außer Freitag. Bitte? Außer Freitag, da sind wir nur, da haben wir bis 14 Uhr ist der letzte Bus. Oder 14 Uhr, Nicole? 13:30 Freitag? 13:15, also die Kinder 14 und 16 Uhr, die bei uns über den Förderverein angemeldet sind, müssten dann abgeholt werden oder nach Hause, also eine andere Möglichkeit finden, genau. Also da haben wir nur bis zur Regelunterrichtszeit 13:15 Uhr im Bus. Ja. Dann haben wir die Frage, dürfen an den AGs auch Kinder aus den normalen Klassen teilnehmen? Das kommt jetzt darauf an, von welchen AGs wir sprechen. Die AGs, die der Herr Probst genannt hat, sind AG-Angebote des gebundenen Ganztags. Das kommt aus einem speziellen Topf, wie auch die OGTS ein spezieller Topf ist. Das heißt, wenn dieser eine Nachmittag, wo externe Partner kommen oder am Vormittag, wo Frau von Perlband ihre musikalische Früherziehung macht, das ist ein AG-Angebot, das nur für den gebundenen Ganztag ist. Die anderen AGs, von denen die Frau Rohle da gesprochen hat, wie beispielsweise Musikunterricht zusätzlicher, Instrumentalunterricht, dann haben wir Französisch bei uns an der Schule, Pausenengel und so weiter. Das sind Angebote, die sind für die Kinder der Regelklasse und nicht alle für die Kinder der Ganztagsklasse, weil am Nachmittag haben diese Kinder ja verpflichtenden Regelunterricht. Also diese Zeit am Nachmittag, da können Sie nicht einfach sagen, okay, mein Kind hat jetzt bis 16 Uhr, aber es soll bitte um 15 Uhr an der Französisch-AG teilnehmen. Wir sind da momentan ein bisschen im Ummodulieren, also der gebundene Ganztag. Das Team wird sich nochmal zusammensetzen und wir werden uns überlegen, ob wir vielleicht die Schienen ein bisschen verändern, sodass auch die Kinder des gebundenen Ganztages die Angebote von der Schule wie beispielsweise AG Französisch mit in Anspruch nehmen können. Das ist momentan nicht möglich, weil das eben parallel läuft mit dem Unterricht vom gebundenen Ganztag. Da ist man ein bisschen eingeschränkt. Bei anderen Angeboten wie den Instrumentalangeboten, da schauen wir schon immer, dass der gebundene Ganztag auch mit teilnehmen kann, wie jetzt in der 3. und 4. Klasse, wenn wir unsere Instrumentalgruppen haben. Also da gucken wir. Das ist jetzt momentan nur im Instrumentalbereich möglich. Französisch AG ist schwierig. Pausenengel geht wieder. Das kommt immer darauf an, in welcher Stunde des Stundenplans die AG dann sitzt. Wir sind momentan bemüht, dass wir das so in den Nachmittag ziehen, dass das vielleicht mit einer AG-Stunde vom gebundenen Ganztag parallel liegt, dass die Kinder da zwischen gebundenem Ganztag und normalen AG-Angebote wechseln können. Aber sind wir noch in der Überarbeitung. Das AG-Angebot, die Wochentag vermutlich variiert, gibt es eine Übersicht, was an welchem Wochentag konkret angeboten wird. Wird dieses Angebot vor Buchungsentscheidung der Eltern kommuniziert, sodass die Vorlieben des Kindes von den Eltern berücksichtigt werden können bei der Tagewahl? Nein, das haben wir eigentlich so nicht. Also es ist so, die AGs, das ist etwas, was bei uns on top kommt. Wir werden zunächst vom Kultusministerium mit den Stunden versorgt, dass wir den Regelbetrieb abdecken können. Wir haben jetzt dieses Jahr ein Jahr, wo wir sehr viele AGs anbieten können, weil aufgrund der Konstellation der Lehrer ein leichter Überschuss da war und dann konnten wir relativ viele AGs anbieten. Es gab Jahre, wo wir ganz wenige hatten. Wir sind momentan im Schulversuch bilinguale Grundschule, dadurch können wir die Französisch-AG anbieten. Ob wir im nächsten Jahr genauso viele Stunden bekommen, kann ich Ihnen nicht sagen.
Das ist das Überraschungselement im August für uns alle immer, wie viele Stunden ich dann letztendlich an der Schule habe. Deswegen können wir jetzt auch nicht sagen, es ist ganz unbedingt an diesem Tag, aber den Wochentag selbst müssen Sie ja jetzt auch noch nicht festlegen. Also wenn Sie sagen, Ihr Kind geht 2 Tage bis 16 Uhr und es liegt dann an einem anderen Tag, dann könnten Sie ja auch da noch switchen. Können Schichtdienstler die Frühbetreuung flexibel buchen oder muss das längerfristig vorab bzw. fix gebucht sein? Frau Rohlida. Also ich habe jetzt auch Schichtdienstarbeitende, die schon grundsätzlich das Kontingent an Tagen buchen. Also ich habe zum Beispiel eine Krankenschwester, die braucht es immer 2-mal die Woche. Ob das jetzt Montag, Donnerstag, Dienstag, Freitag, das kommunizieren wir dann vorher über E-Mail. Schreibt sie mir, an welchen Tagen das Kind kommen soll zur Frühbetreuung, ist kein Problem. Die Fragen sind, denke ich, im Moment beantwortet. Dann gehen wir zur nächsten Folie. Zur Anmeldung. Es gibt Anmeldeformulare für die gebundene Ganztagsklasse. Die werde ich Ihnen morgen auf die Homepage stellen, die aktuellen. Und es gibt natürlich auch Anmeldeformulare für die offene Ganztagsschule. Ich lade Ihnen dann mal kurz hoch, können Sie mal kurz rausschauen. Sie müssen Angaben zum Kind machen, wenn Sie beim gebundenen Ganztag anmelden, bitte auch die Interessen und Stärken, Entwicklungsbedarf mit draufschreiben, weil die Plätze im gebundenen Ganztag ja limitiert sind. Wenn Sie Ihr Kind jetzt speziell im gebundenen Ganztag anmelden wollen, müssen Sie wissen, Sie haben keinen Anspruch darauf, unbedingt einen Platz ganz sicher im gebundenen Ganztag zu bekommen, weil wir die Plätze ja limitieren auf 24, es sei denn, wie ich vorhin erklärt habe, wir müssen aufstocken. Deswegen müssen wir dann eine gewisse Auswahl treffen. Da gibt es bestimmte Kriterien. Also wir schauen einmal drauf, ist es jemand, ist es eine Alleinerziehende oder ein Alleinerziehender, der dringend eine Ganztagsbetreuung braucht im gebundenen Ganztag. Ist es jemand, der schon ein Geschwisterkind bei uns hat? Da nehmen wir auch immer Rücksicht drauf. Die bekommen dann vorrangig einen Platz. Oder ist ein anderer Bedarf da, wo wir sagen, okay, aus diesem Grund würden wir sagen, dieses Kind braucht eher einen gebundenen Ganztagsplatz als ein anderes. Deswegen schreiben Sie uns bitte ausführlich auf die Anmeldung, warum möchte ich, dass mein Kind in den gebundenen Ganztag geht. Dieses Anmeldeformular geben Sie dann bitte bei der Schuleinschreibung ab. Also Sie müssen es nicht uns jetzt hier reinbringen oder reinfaxen oder sonst was. Wir sind momentan auch froh, wenn nicht so viel Publikumsverkehr in der Schule ist. Wenn ich zu Ihnen in den Kindergarten komme, um die Schuleinschreibung in der Woche vom 8. bis 12. März zu machen, da können Sie Ihr Anmeldeformular abgeben. Es ist nicht so, dass der Erste, der es abgibt, auch den Platz bekommt. Es ist nur so, nach dieser Woche ist dann die Anmeldung abgeschlossen. Sollte es Ihnen am 15. März einfallen, würden Sie nur einen Platz bekommen, wenn dann wirklich die Plätze noch nicht ganz voll sind. Die Information, ob Sie einen Platz in der gebundenen Ganztagsklasse bekommen haben, die erhalten Sie dann kurz vor den Osterferien bis zum 26.03. Jetzt müssen Sie aber keine Angst haben, wenn Sie keinen Platz in der gebundenen Ganztagsklasse bekommen sollten, haben Sie ja immer noch die Möglichkeit, in der OGTS sich anzumelden. Also diese Möglichkeit besteht immer und somit können wir auch Ihnen einen Platz, einen Betreuungsplatz garantieren. Egal ob im gebundenen oder offenen, aber Sie haben auf jeden Fall einen Betreuungsplatz. Es ist zwar so, dass wir das rein rechtlich nicht garantieren können, aber wir haben jetzt die letzten Jahre über immer die Gruppen so gebildet, dass jedes Kind einen Platz bekommen kann. Ich zeige Ihnen jetzt mal kurz die Formulare. Genau, das wäre jetzt einmal
die Anmeldung für die offenen Ganztagsangebote da bitte auch genau ausfüllen. Moment, und dann existiert das Gleiche noch für den gebundenen Ganztag. So, das habe ich jetzt nicht offen. Aber das Formular schaut ähnlich aus, nur noch mit den Begründungsfeldern. Ich würde Ihnen das eben hochladen bis morgen, dass Sie das dann ausfüllen können in den nächsten Wochen. So, Moment. Jetzt gehe ich mal zurück zu. Einen Moment. So. So, damit wären wir eigentlich schon am Ende. Habe ich die Folie doch wieder raus, oder? Ist sie nicht mehr da? Nein, Frau Rohle, da schüttelt den Kopf. Wo ist meine Folie geblieben? Kleinen Moment bitte. Jetzt. Gut, Sie sehen jetzt hier die E-Mail-Adressen vom Herrn Probst, von der Frau Rohleder und von mir. Sollten Sie Fragen haben zu offenen Ganztagsschule, zum gebundenen Ganztag, dann wenden Sie sich doch bitte an uns. Ich denke, es sind viele Fragen geklärt, aber manche vielleicht noch offen und ganz speziell, die vielleicht auch hier jetzt nicht unbedingt ihren Platz haben. Also schauen Sie, dass Sie sich einfach bei uns nochmal melden, falls noch nicht alle Fragen geklärt sind. Jetzt sehe ich im Chat gerade noch zwei Fragen. Und zwar müssen bei der Anmeldung beide Elternteile unterschreiben, ich bin alleinerziehend. Also beim gebundenen Ganztag fände ich es schon wichtig, dass beide Elternteile unterschreiben. Herr Probst, wie haben wir das immer gehandhabt? Normalerweise würde ich jetzt schon sagen, weil es ist schon eine Entscheidung, die Sie gemeinschaftlich treffen müssen, wenn Sie beide das Sorgerecht haben. Dann habe ich es richtig verstanden, dass Kinder, die in eine OGTS gehen, quasi in einer Regelklasse sind, aber das zusätzliche Nachmittagsangebot haben? Okay. Also wenn Sie in die OGTS gehen, die sind in einer normalen Regelklasse und das, was man sonst als Mittagsbetreuung bezeichnet hat, das ist die OGTS. Und da gibt es dann zusätzlich Nachmittagsangebote. Ist Ihre Frage damit beantwortet? Ich sehe jetzt momentan keine weiteren Fragen im Chat. Gut, dann würde ich sagen, wir beschließen den Abend für heute. Es freut mich, dass Sie so zahlreich am Bildschirm ausgeharrt haben und dass Sie den Elternabend online mit uns durchgehalten haben. Wir hoffen, dass wir uns irgendwann, also spätestens bei der Schuleinschreibung oder dann am ersten Schultag live sehen. Es ist für uns auch eine ganz komische Situation, dass wir vor einem Bildschirm sitzen, in eine Kamera sprechen und unser Gegenüber nicht sehen. Von dem her hoffe ich, dass wir Ihnen ein bisschen weitergeholfen haben. Vielen Dank an die Frau Rohleder und an den Herrn Probst. Und an den Herrn Lenzke, auch ein Vater von einem Vorschulkind, der uns im Hintergrund ganz tatkräftig unterstützt. Da vielen Dank. Wir setzen die PowerPoint noch auf die Homepage. Herr Lenzke hat auch schon das Okay gegeben, dass wir da noch die Informationen weitergeben. Und Sie können dann auf der Homepage die entsprechenden Anmeldeformulare finden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Wiedersehen.